Interview besucht heute den Agrarrebell Sepp Holzer auf seinem Hof in Österreich. Der Bauer betreibt eine radikal natürliche Form der Landwirtschaft. Er verzichtet komplett auf den Einsatz von Chemikalien. Trotzdem, Jahr für Jahr erwirtschaftet Holzer eindrucksvolle Erträge. Als Naturbeobachter von Kind an setzt er auf Vielfalt statt Einfalt. Die Monokultur, weiß Holzer, das ist die Erbsünde der modernen Landwirtschaft. Sepp Holzer hält sich nicht an die Regeln der Beamten. Das ist den Behörden ein Dorn im Auge. Gegen keinen anderen Bauern Österreichs laufen mehr Prozesse als gegen den unbequemen Querdenker. Aber er gewinnt sie alle. Holzer hat nur die Volksschule besucht. Doch heute hält er Vorträge vor internationalem Publikum und betreut Agrarprojekte in der ganzen Welt. In Thailand, Kolumbien, Brasilien oder Schottland. Der Erfolg gibt ihm recht. Egal, wo Sepp Holzer sät, alles, was der Bauer mit dem grünen Daumen anfasst, wächst und gedeiht prächtig. Denn sein Lehrmeister ist die Natur. Also mein Name ist Sepp Holzer. Ich bewirtschafte hier den Grammeterhof in 1300 Meter Seehöhe, hier in österreichischen Sibirien, im Lungau. Permakultur, permanente Agrikultur, das ist Kreislaufwirtschaft mit Symbiosen, mit Wechselwirkung, wo man die Abläufe in der Natur zulässt, wo man die Wechselwirkung zur Geltung kommen lässt, also Vielfalt, nicht Einfalt, erhält das System. Die Pflanzen versorgen sich selber mit Nährstoffen, also diese Vielfalt an Pflanzen. Jede Pflanze braucht andere Nährstoffe, jede gibt auch wieder Nährstoffe ab. Permanente Agrikultur, das ist auf der ganzen Welt möglich. Da gibt es keine Ungunstlagen, wo man das nicht machen kann, sondern nur unfähige Grundbesitzer. Wie ich sehe jetzt, ich habe da weltweit die besten Erfolge, auch in trockensten Gebieten, in Brasilien, Kolumbien, Schottland, Thailand. Da ist nirgendwo zu nass und nirgendwo zu trocken. Es gibt viele Möglichkeiten der Ausformung des Geländes, Schaffung von Sonnenfallen, Windbremsen, Terrassierungen, Permakultur auch in der Stadt, also urbane Permakultur. Da habe ich ein Verfahren entwickelt, also ein Bypassverfahren, wo man ohne Garten arbeiten kann, wo man mit Gefäßen an den Wänden arbeitet, dort hochkonzentrierten Kompost hat. Regenwurmkompost, die, was man die Regenwürmer ja einbringt, die machen dann die ganze Arbeit und kann dort in diesen Gefäßen dann Wein einpflanzen oder kann Kiwi, Blüten pflanzen, Bohnen, Erbsen, alles mögliche, Gurken, Zucchini. Von diesen Gefäßen fahre ich dann wieder weiter zum nächsten, meinetwegen zum Nachbarn. Der hat vielleicht eine Fensterbank und der nächste hat eine Terrasse. Der andere hat eine Dachfläche zur Verfügung und so weiter. So kann ich mit den Pflanzen Menschen verbinden. Und so hat jeder sein Gemüse, sein Obst an der Wand, so können Kinder mit der Natur aufwachsen. So bestehen Möglichkeiten, überall wo man sie sucht, wird man sie auch finden. Man muss sie nur suchen. Man darf sich nicht selber die Flügel stutzen und sagen, das geht nicht, das kann ich nicht machen, weil das ist wegen der Hausordnung oder was würde der Nachbar sagen. Also wenn man so denkt, dann wird man nie was finden. Wenn man aber was sucht und was will, dann wird man es auch finden. Also wenn jetzt ein Kind in der Schule ein Fünfer kommt, dann glaubt es ist dumm und mit denen hat es sein ganzes Leben lang meist zu kämpfen. Dumme werden gemacht aus meiner Sicht, damit der sogenannte Gescheite die nützen kann. Das ist das große Problem, weil man die dann abqualifiziert. Wenn man jetzt so erzogen wird, so wird die Masse erzogen, zu Lemmingen erzogen, zu Nachläufern, damit sie nur das machen, was ein paar Einzelne wollen, weil die ja abgezielt haben, mit denen ein Geschäft zu machen. Und das ist das große Problem, dass Wissenschaftler es oft gar nicht wissen, Akademiker es nicht wissen, von Lobbyisten gelenkt werden, von der Agrarindustrie, Agrarchemie, pharmazeutischen Industrie und so weiter. So lernen ja die Kinder schon in den Schulen und auf den Universitäten nicht das wirklich Ehrliche, das Natürliche, sondern das, was man von ihnen will, wie was sie später verwendet werden. So beginnt die Spezialisierung, die sogenannte Modernisierung, die Ausbeutung, die Tierquälerei, ja Massentierquälerei, wo man immer den Tieren immer weniger Platz lässt,
wenn man sie ausbeutet, wenn man sie ausnützt und die Menschen dazu verwendet. Dazu werden eben die Menschen einfach gezwungen, mit Förderungen, von Förderungen abhängig gemacht. Und das ist das Verbrechen, was passiert. Man sieht es in den sogenannten Entwicklungsländern, da ist es ganz arg. Da werden Gifte eingesetzt, Insektizide, Herbizide etc., was da jetzt eingesetzt wird, und Düngemittel, was bei uns längst verboten sind, mit dem Flugzeug ausgebracht. Es werden Monokulturen gemacht, es werden dort billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Ich habe das gesehen, die, was dort auf den Feldern verrecken, da kümmert sich keiner drum. Kinder und alte Menschen werden wie Abfall behandelt und die, was halt noch arbeiten können, ausgebeutet. Aber in einem Ausmaß, das ist erschreckend. Scheinbar muss der Leidensdruck noch viel größer werden, dass die Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie wieder selbstständig werden und von dieser Abhängigkeit loskommen. Jeder kommt für sich auf die Welt und nicht für den anderen. Wir könnten von den Tieren sehr viel lernen. Jedes Tier verteidigt sein Leben. Ja, das springt dich an, sogar eine Maus. Wenn die in die Ecke getrieben wird, das springt dir mitten ins Gesicht. Oder auch andere, die greifen an, die wehren sich. Der Mensch lässt sich verwenden wie ein Lemming, weil du darfst es, es gibt Gesetze. Die Gesetze sind doch für die Menschen da, die sind für die Menschen zu machen, für die Bürger zu machen und nicht für die Beamten. Der Mensch muss selbstständig sein, nicht abhängig. Das muss man von Kind auf erfahren. Kinder das kreative Denken ermöglichen und nicht sagen, das ist ein Blödsinn, lass das, komm das, Erde ist Schmutz, das ist Dreck. Erde, das ist das Fundament des Lebens. Und das ist das Wichtigste, dass sie damit umgehen lernen, mit Pflanzen, dass sie Verantwortungsbewusstsein bekommen, dass sie eingebunden werden im Kreislauf der Natur, sein Spielzeug vielleicht selber basteln, das kreative Denken dadurch auch fördern, weil das werden sie verteidigen. Pass auf, aber wenn das alles dasselbe ist, das Gleiche, was ihnen halt vorgeworfen wird oder geschenkt wird, Plastikspielzeug, wo auf der ganzen Welt dasselbe Spielzeug ist, und die Kinder dürfen sich kaum im Garten aufhalten oder im Wohnzimmer oder in der Natur aufhalten oder haben die Möglichkeit gar nicht, dieses ständige Berieseln, dieses Eintrichtern von allen möglichen Blödsinn, das ist natürlich das Schlimmste für die Kinder. Das beginnt ja schon in der Kindheit. Die Kinder verblöden bei den Video- und Fernsehspielen. Das ist ja das Schlimme, weil sie sich zu wenig in der Natur bewegen. Das gehört ganz stark eingegrenzt und streng kontrolliert. So werden sie selbstständig, so werden sie seine Umwelt verteidigen, seine Mitwelt verteidigen, seine Tiere verteidigen, seine Pflanzen verteidigen, natürlich sich selbst. Wenn sie aber in der Schule von den Eltern verzogen und in der Schule irre geleitet werden, wie sollen sie dann den richtigen Weg finden? Dann irren sie herum als Abhängige, als Süchtige ein Leben lang. We are not bad people, so we don't have anything to show to the cops. Diese Vereinheitlichung, für das halte ich gar nichts, sondern jedes Land, jede Region soll seine eigenen Produkte haben, seine eigene Lebensweise haben. Da steht dann jedem eigentlich zu. Diese Globalisierung, da ist passiert sehr viel Unrecht. Da wird die Natur massiv beeinträchtigt. Die verschiedensten Transporte, der ganze Welthandel, alles was damit passiert. Wir brauchen nicht die Produkte von Südamerika oder von den Entwicklungsländern, wo dort die Leute verhungern und wir es zum Teil ja gar nicht alles verwenden, dass so viel weggeworfen wird, so geurast wird, wie wir sagen. Sie brauchen nur mal sehen dort, wie billig die das produzieren, also verkaufen.
und was da an Arbeit dahinter ist, wie die ausgebeutet werden und was bei uns damit gemacht wird mit den Produkten. Wenn man das sieht, das ist Verschwendung, das ist Frevel, das ist abzulehnen. Die Welt gehört uns allen und nicht nur ein paar wenigen. Genmanipulation, das ist verantwortungslos gegenüber unseren Nachkommen, unsere Kinder und Enkelkinder. Das geht nicht nur von den Pflanzen, geht es natürlich an die Tiere über und von den Tieren an die Menschen. Das sollte einem bewusst sein, dass das uns allen bevorsteht und das nicht mehr rückholbar ist. Und was das noch ausliest, das kann kein Wissenschaftler noch sagen. Wenn man sowas sieht, so schreckliche Bilder sieht, was ich gesehen habe, in Amerika zum Beispiel, wo Tiere 5, 6 Füße haben, nur mehr in Korsett gehandelt werden, wo man nicht mehr sagen kann, ist das ein Schwein oder ist das ein Schaf. Schrecklich, wie die Tiere darunter leiden. Jeder Politiker, den würde ich mit einem Prügel über den Kopf hauen, wenn er mir das einreden bzw. aufzwingen will. Ich würde mich dagegen massiv wehren. Ich wurde eingeladen von den Cherokee und von den Hopi-Indianern nach Amerika, nach Nordamerika. War dort einige Wochen, weil das war ein internationales Treffen. Und was ich dort, ich war so überrascht, was ich von den Leuten erfahren habe. Die sind so gut informiert, was alles passiert. Und die Meinung derer ist, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann wird unsere Welt einmal ohne uns auskommen müssen, eine Zeit lang die Natur, bis sie sich wieder von uns erholen kann, wieder regenerieren kann. Und ich glaube, Sie haben nicht Unrecht. Wir vergiften uns selbst, wir zerstören uns selbst. Die Katastrophen, das sind keine Naturkatastrophen, sondern von Menschen verursachte Katastrophen. Wir reden das aus und sagen, das sind Naturkatastrophen, das stimmt ja nicht. Sie sehen ja da drüben den Wald, was da alles passiert ist. Und das war vorhersehbar, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt. Und jedes Jahr hat sich das immer mehr verschlimmert. Aber man ignoriert die Zeichen der Natur, anstatt dass man sie... dass man dies erkennt und die Fehler nicht mehr macht, sondern man macht immer größere Fehler und gibt der Natur die Schuld. Das ist ein Irrtum, das ist ein Irrweg und das wird man erkennen. Nur so kann man eben unsere Zukunft oder unser Leben retten. Es gibt Leute, die muss man unterstützen. Man muss nur da ein kritisches Auge haben, dass man da nicht irgendwo verwendet wird. Das ist überall die Gefahr. Aber es gibt mehrere, Greenpeace zum Beispiel, die was sich ja sehr intensiv einsetzen. Das muss man selber spüren, erfahren, sehen. Selbst einmal versuchen, sich das zu hinterfragen und kritisch zu denken. Was ist richtig und was ist falsch? Alles, was gegen die Natur ist, ist falsch, ist abzulehnen. Die Natur ist perfekt. Die Schöpfung vollkommen. Die Fehler machen nur wir Menschen. Und das muss man eben hinterfragen. Ist es richtig, ist es falsch und dann kommt man auf den richtigen Weg, dass man von Irrweg, den was man jetzt geht, wieder auf den richtigen Weg findet. Hineinversetzen in sein Gegenüber ist das Wichtigste. Du bist die Pflanze, du bist das Tier, der Regenwurm, der Igel vielleicht oder der Frosch oder die Kuh oder das Schwein oder auch der Mensch gegenüber. Hineinversetzen, aus dieser Situation heraus erfährst du am besten, ob du am richtigen Weg bist. Ob du dort so leben möchtest, du bestrafst dich ja selbst, du betrügst dich ja selbst, wenn du gegen die Natur bist.